Als Sportler war er ein Idol. Als Ehemann gilt er als eifersüchtiger Schläger. Wie es hinter den Kulissen in der Simpson-Ehe aussah, erfährt im Prozess die ganze Welt. Nach Jahren der Gewalt erstattet Nicole Brown Anzeige. O.J. Simpson bekommt Bewährung, doch 3 Jahre später ist die Ehe endgültig vorbei. Im Juni 1994 wird O.J. Simpson vorgeladen. For the deaths of Nicole Brown Simpson and Ronald Lyle Goldman. Es ist der Auftakt zu einem Medienspektakel. Simpsons Fluchtversuch im weißen Ford Bronco verfolgen 90 Millionen Zuschauer live im Fernsehen. Doch der Prozess wird politisch. Statt um Schuld oder Unschuld geht es bald um die Rassenfrage. Steht Simpson vor Gericht, weil er ein Schwarzer ist? Der Medienrummel heizt die Stimmung weiter an. Zum ersten Mal in der amerikanischen Justizgeschichte sind sogar im Gerichtssaal die Kameras immer dabei. Dieser Prozess war Ausdruck der tiefen Gespaltenheit in Rassenfragen in Amerika damals. Er war praktisch ein Sinnbild dafür. Nicht? Es war der Angeklagte oder der Verdächtige war ein Schwarzer aus ärmlichen Verhältnissen, der über den Sport Karriere gemacht hat, der berühmt wurde, der reich wurde, der eine blonde, schöne Frau geheiratet hat. Der durfte nicht ein Mörder sein. Doch die Indizien belasten Simpson schwer. Die Ermittler finden Blutspuren in seinem Wagen und vor seinem Haus. Blutige Abdrücke, die zu OJs Designerschuhen passen. Und einen einzelnen Handschuh, dessen Gegenstück am Tatort lag. Simpson streitet ab. Seine Verteidiger sind allesamt gewiefte Staranwälte. Ihre Strategie ist einfach und genial. Sie stellen Simpson als das Opfer einer rassistischen Verschwörung der Ermittler dar. Tatsächlich tauchen Tonbänder auf, in denen sich der Ermittler Fuhrmann negativ über Schwarze und Frauen äußert. Ein Glücksfall für die Verteidigung. He refused to answer that question on the grounds it might tend to incriminate him. What more does anyone need? Ein weiterer Trumpf der Verteidigung, der am Tatort sichergestellte blutgetränkte Handschuh, passt Simpson nicht. Wahrheit oder Schauspiel? Ja, er hätte ihm natürlich gepasst, aber er hat es so gemacht, dass es so aussah, als könnte er gar nicht der Täter gewesen sein, weil ihm ja der Handschuh nicht passt. Ja, es ist ein Film gewesen, was man da zu sehen bekam, aber nicht die Realität. Damit kann man alles Mögliche veranstalten natürlich, da kann man alles machen. Kann man die Leute manipulieren, da kann man Empörung schaffen, da kann man die Schuldfrage im Grunde steuern. Trotz erdrückender Beweislast befinden die Geschworenen O.J. Simpson einstimmig für nicht schuldig. Für die Mehrheit der weißen US-Amerikaner bleibt er ein Mörder. Genau wie für die Hinterbliebenen der Opfer. Sie reichen Schadenersatzklage ein. Der Fall wird noch einmal aufgerollt. Als Zivilprozess, der Simpson nur noch Geld und nicht mehr Freiheit oder Leben kosten kann. Am Ende wird er auf Zahlung von $33 Millionen verurteilt. Ein Schuldspruch zweiter Klasse. Offiziell ist der Fall damit beendet, doch viele Fragen bleiben offen. Wo ist die Mordwaffe? Von wem stammt die unbekannte DNA und die fremden Fußspuren am Tatort? Deckt Simpson vielleicht den wahren Mörder, weil der aus der eigenen Familie stammt? Manche glauben, der Täter sei Simpsons ältester Sohn Jason. Für eine Anklage reichen diese Spekulationen jedoch nicht.
2008 sitzt O.J. Simpson wieder auf der Anklagebank. Wegen Entführung und Raub wird er zu 33 Jahren Haft verurteilt. Frühestens als 70-Jähriger kann er vorzeitig entlassen werden. Die Hinterbliebenen von Nicole Brown und Ronald Goldman sehen das Urteil als späte Genugtuung. In unserem nächsten Fall geht es um Justiz im Unrechtsstaat und um Richter, die nicht mehr sein wollen als die Handlanger eines Tyrannen. Führerhauptquartier Wolfschanze, 20. Juli 1944. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, will der Weltgeschichte einen neuen Verlauf geben. Würden Sie sich bitte möglichst in der Nähe des Führers platzieren? Jawohl, Herr Oberst. Tyrannenmord. Hitler soll sterben. Um Deutschland zu retten, den aussichtslosen Krieg zu beenden, das Morden zu stoppen. Stauffenbergs Bombe tötet 4 Anwesende. Doch der Diktator bleibt am Leben, kann schon am Nachmittag seinen Komplizen Mussolini empfangen. Der Aufstand ist gescheitert. Stauffenberg und die Köpfe der Verschwörung werden noch in der Nacht im Bendlerblock hingerichtet. Eine ganz kleine Clique, ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere, hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen. Die übrigen Widerstandskämpfer lässt der Diktator vor dem Volksgerichtshof anklagen. Für Offiziere wäre eigentlich die Militärjustiz zuständig gewesen, doch Hitler will keinen normalen Hochverratsprozess. Schon 1934 hat er den Volksgerichtshof einrichten lassen. Ein Tribunal nach seinem Rechtsverständnis. Hier soll nicht mehr Recht, sondern das, in der Sprache der Zeit, gesunde Volksempfinden über Leben und Tod entscheiden. Präsident des Volksgerichtshofes ist ein alter Weggefährte Hitlers, Roland Freisler. Der Blutrichter erklärt: Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Volkes ist der Begriff Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden. Am 7. August 1944 werden die ersten Mitverschwörer vom 20. Juli angeklagt. 2 Wochen nach der Tat verhandelt der Volksgerichtshof gegen 8 der aus dem Heere ausgestoßenen Verräter. Es ist ein Schauprozess. Die Kamera der Wochenschau ist stets dabei. Von vornherein ist das Ziel klar. Die Angeklagten haben keine Chance, sollen öffentlich gedemütigt werden. Ich hätte nicht gedacht an die vielen Morde. Morde? Im Inland. Sie sind ja ein Schäbiolump! General Höppner wird in Strickjacke und ohne Gebiss vorgeführt. Die Angeklagten müssen stehen. Feldmarschall von Witzleben hat man die Hosenträger weggenommen. Freisler blafft ihn an: Sie schmutziger alter Mann, was fummeln Sie ständig an Ihrer Hose rum? Mit Geschrei will der Blutrichter sein handverlesenes Publikum beeindrucken. Leute wie der Herr Freisler, der hier als besonders widerlicher, schreierischer Sadist die Führung übernommen hatte, die haben nur den Zufallstitel Richter geführt, aber mit Rechtsfinden, mit Gerechtigkeitssuche hatte das alles nichts zu tun. Viele Angeklagte bleiben standhaft. Doch die Urteile stehen längst fest, werden am 2. Prozesstag verkündet. Verräter an allem, wofür wir leben und kämpfen, werden sie alle mit dem Tode bestraft. Die Angehörigen erfahren vielfach aus dem Radio von den Schuldsprüchen. Der Präsident des Volksgerichts, Dr. Roland Freisler, verkündet das Urteil. Die Angeklagten werden als eidbrüchige, ehrlose Ehrgeizlinge wegen Hoch- und Landesverrats zum Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil wurde 2 Stunden nach dem Spruch vollstreckt.
Berufung und Revision gibt es am Volksgerichtshof nicht. Hier in Berlin-Plötzensee werden die Verurteilten gehängt. Mit Kabeln an Fleischerhaken. Auf Hitlers ausdrücklichen Wunsch wie Schlachtvieh. Das Regime nimmt auch an den Familien der Widerständler Rache. Angehörige werden in Sippenhaft genommen. Die Verfolgung des Widerstands dauert bis in den Untergang. Auf das Hitler-Attentat folgen 9 weitere Monate Krieg. An den Fronten geht das Sterben weiter. In den Lagern das Morden. Und ungezählte deutsche Städte werden noch zu Trümmerwüsten. Die Richter am Volksgerichtshof nach Kriegsende. Sie haben mehr als 5000 Todesurteile verhängt. Ihr Präsident Freisler ist 1945 bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Von den übrigen muss kaum jemand Strafverfolgung fürchten. Es wird 4 Jahrzehnte dauern, bis der Bundestag ihre Urteile offiziell für Unrecht erklärt. Unser nächster Fall zeigt, wie eine aufgebrachte Öffentlichkeit die Ermittler unter Erfolgsdruck setzt und damit Justizirrtümer heraufbeschwört. London 1989. Jerry Conlon wird freigelassen wegen Justizirrtums nach 15 Jahren. Conlon und 3 seiner Freunde, die Guilford Four, haben 15 Jahre lang für einen Terroranschlag gebüßt, den sie nicht verübt haben. Nordirland in den 60ern. Von hier stammen die 4. Sie sind Katholiken und die sind hier in der Minderheit, sozial benachteiligt, ohne Perspektive. Die protestantischen Sicherheitskräfte gelten vielen als Fremdherrschaft. Immer wieder entlädt sich der Frust der jungen Katholiken auf der Straße. Es herrscht Bürgerkrieg. Weil die Polizei als protestantisch und parteiisch gilt, schickt das Kabinett in London die Royal Army. Vergeblich. Die irische Befreiungsorganisation IRA verlegt sich nun auf Anschläge gegen britische Soldaten. Oktober 74 im englischen Guildford. In 2 Pubs explodieren IRA-Bomben. 26 Menschen sterben. Zivile Opfer nehmen die Terroristen billigend in Kauf. In der britischen Öffentlichkeit kochen die Emotionen hoch. Britanniens Innenminister Roy Jenkins beschwört eine große Bedrohung. We are dealing with an irrational force and it is not always easy to know how best to combat it. Many other countries have discovered this. But one thing I do know, and that is that appeasement is no way to deal with it. In Rekordzeit verabschiedet das britische Parlament ein Anti-Terror-Gesetz. Die IRA wird verboten. Grenzkontrollen nach Irland werden massiv verschärft. Terrorverdächtige dürfen ohne Haftbefehl 2 Tage lang festgehalten werden. Und Verdächtige gibt es viele. Es herrscht eine Stimmung damals in England, dass wer jung war und irre, der war auch schuldig. Das waren die perfekten Täter. Per Zufall geraten auch die irischen Kleinkriminellen und Hippies Jerry Conlon, Paul Hill, Patrick Armstrong und Carol Richardson ins Fadenkreuz der Polizei. Unter dem Erfolgsdruck der Öffentlichkeit greifen die Ermittler von Scotland Yard zu unlauteren Methoden. Man wollte unbedingt die Leute haben, damit so etwas eben nicht wieder passiert. Und das ist eine Stimmung und eine Situation, in der die Polizei dann sich oftmals verleiten lässt, ihre Grenzen zu überschreiten. Die Verdächtigen werden traktiert, körperlich und psychisch. Schließlich gestehen sie die Attentate. Auf der Basis dieser Geständnisse werden sie in London zu lebenslänglich verurteilt. 2 Jahre später werden die wahren Täter gefasst, wegen anderer Anschläge. Sie gestehen auch Guildford. Doch das ändert nichts.
Die unschuldig Verurteilten bleiben in Haft. Es dauert 15 Jahre, bis der Fall neu aufgerollt wird. Ans Licht kommen nun unterschlagene Beweise, Manipulationen, Foltervorwürfe.